20 Jahre Freiwild. Wir wollten die Wir schaffen Deutschland-Ära mit irgendwas Geilem beenden. Und deshalb war für uns klar, wenn, dann muss so ein richtig geiles Backpatch her. Ja, die Best-of-Box ist ganz was Besonderes für uns, weil... Besonders ist in dieser Box, dass wir eine Art Dreiergespann vor diesem großen, mächtigen, für mich unbezahlbar wichtigen Freiwildwagen gespannt haben. Das Studioalbum Wir schaffen Deutschland. Diese Live-CD aus Dresden. Und die Piano-Versionen von den letzten 20 Jahren. Ja, für mich persönlich ist das schon wieder lange Zeit vorbei seit Dresden. Und natürlich, wenn wir uns jetzt die Videos reinziehen, da kommen die ganzen Emotionen wieder hoch. Seite an Seite. Die Lautstärke von dem Stadion, von der ganzen Menschenmasse, also das Gänsehaut natürlich. Wenn ich an Dresden denke, dann bin ich total stolz, dass wir das nach dieser Zeit so gewuppt gekriegt haben. Ja, es war einfach bombastisch. Die Stimmung war einfach mega, es war ein Mega-Event und ja, wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Dresden war meine Show, an die ich am liebsten zurückdenke von allen Konzerten, wo ich je gespielt habe selber. Es werden auch im Laufe der Zeit immer wieder, da wird mal ein Video von dem Konzert in Dresden präsentiert werden. Also bei mir kam sofort wieder die Gänsehaut und die Emotionen kamen wieder hoch. Piano-Album ist halt mal was ganz anderes. Das Piano-Album ist wirklich was für stille, tolle, vielleicht auch emotionale Stunden mit Stunden des In-sich-Gehens. Des Entdeckens auch. Es wird nämlich so sein, dass man vielleicht echt mal ein, zwei Durchläufe braucht, um wirklich zu sagen, ey, genau jetzt erkenne ich den Song. Ich selber muss auch hin und wieder mal hinhören, weil ich nicht ganz genau weiß, welchen Song spielt er jetzt überhaupt, aber spätestens dann im Refrain wird alles klar. Es war nämlich nicht so, dass wir darauf Wert gelegt haben, dass man das von Anfang an erkennt. Es war viel, viel mehr so, dass wir da ein Kunstwerk auf Piano-Version rumrum bauen wollten. Und diese Kunstwerke gilt es zu entdecken. Wird sehr, sehr viele tolle, emotionale Stunden bescheren, da bin ich mir ganz sicher. Einfach Songs, die, ich glaube, gut zur weihnachtlichen Zeit passen. Und unser lieber Marco hat das, glaube ich, fantastisch gemacht, fantastisch umgesetzt. Das Boxset enthält die drei Alben. Wir schaffen Deutschland Studioalbum, die Live in Dresden und die Piano-Versionen. Des Weiteren geht jeder noch eine Fahne mit. Und ein kleines Stück von dem Banner, das in Dresden am Eingang hing. Wir haben Fotos gemacht, ihr vielleicht auch oder viele von euch. Es lachte vom Stadion runter, hat uns total Freude gemacht. Dann hat es geheißen, was macht ihr damit? Und ich habe gesagt, wenn wir es mitnehmen können,
dann würden wir es gerne mitnehmen. Und davon gibt es jetzt auch so kleine Stücke in der Box. So, dass jeder diese Dresdner Erinnerung wirklich mit nach Hause nehmen kann. Dann haben wir uns auch da dran gemacht. Es war eine mega Arbeit. Scheißarbeit, ehrlich gesagt, hätte ich lieber nicht zugesagt. Aber wir haben es gemeinsam gemacht und es hat Spaß gemacht am Ende. Es geht weiter, immer weiter. So langsam kriegen diese ganzen Dinger hier echt ein bisschen an Gewichtsverlust. Diese Rollen, sie scheinen unendlich, aber wir sind dran. Es geht weiter, immer weiter. Und diese 12x12 Dinger, sie werden in diesen CDs mit drinnen sein. Und es ist einfach so, dass wir tierisch Freude haben, mit euch dieses geile Dresden-Banner zu teilen. In diesem Sinne, weiter geht's. Bis zum 7.10. erhaltet ihr die Möglichkeit, diese Box vorzubestellen und auf Basis dieser Vorbestellmenge machen wir dann auch die Bestellung letzten Endes. Ja, ist eine geile Box. Ich glaube, für jedermann irgendwas drin, der Studio-Versionen mag, der Live-Versionen mag, der was ganz Ruhiges mag. Und ich glaube, mehr kann man wirklich nicht mehr abliefern, schon gar nicht für diesen Preis. Also ich glaube, es ist wirklich für jeden ein traumhaft schönes Sammlerstück. Genau das Richtige für Weihnachten und deshalb schlag zu, es lohnt sich. Seid schnell, das wird die Basis sein für die Bestellung und danach wird es halt nicht mehr nachgepresst werden und ist auch nicht schlimm. Wir freuen uns, dass es weitergeht, dass die schreckliche Zeit hinter uns liegt. Wir freuen uns mega auf die Tour. Wir hoffen, dass viele von euch dabei sind. Ich hab euch alle lieb. Dankeschön. Schließ das Buch und schreibe neue Zeilen. Die haben es auch alte Freunde.